Ich rufe zunächst das erste Thema auf. Herr Hackbusch wünscht das Wort, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, noch vor wenigen Wochen haben uns die Vorsitzenden der HSH Nordbank und auch unser Finanzsenator mit den Worten beruhigt: Es sind doch bisher kaum Verluste aufgetreten. Wir haben doch bisher kaum Minus dort realisiert. Und dementsprechend können wir doch erstmal Ruhe bewahren im Zusammenhang mit der HSH Nordbank, diesem Ungeheuer. Seit gestern können wir feststellen, dass das Geschichten von gestern sind, dass die neue Realität uns einholt, dass die Bank, die Hamburg bezahlen muss, 3,2 Milliarden Verluste für uns eintreten. Und wir wissen, dass in den letzten 3 Monaten die Situation sich um 4,5 Milliarden Euro für die Stadt verschlechtert hat. Meine Damen und Herren, das macht uns bedrohlich und ängstlich. Es ist ja eine Situation, in der man gegenwärtig sagt, das ist die Schifffahrt, die vor allen Dingen damit was zu tun hat. Aber wir müssen feststellen, dass größere Bereiche der Bank gegenwärtig eher in einer guten Konjunktur stehen. Die Schifffahrt ist ja nur ein Drittel Bereich. Große Bereiche haben etwas mit Aktien zu tun, haben etwas mit Immobilienbereichen zu tun, denen es in der gegenwärtigen Situation relativ gut geht. Das heißt, wir haben einen dunklen Bereich, aber in allen anderen Bereichen drohen erst dunkle Wolken in den nächsten Wochen. Und dementsprechend ist dieses Problem nicht klein, sondern es wird um einiges größer noch in der nächsten Zeit. Wir müssen für diesen Rettungsschirm nicht nur, wie eine Tageszeitung heute berichtet hat, 361 Euro bezahlen jeder, sondern diese Bedrohung ist um einiges höher. Das kann schnell das Fünffache, das kann schnell das Zehnfache werden. Oder anders ausgedrückt, wir haben dort eine Bedrohung von 10 Elbphilharmonien. Und das soll keiner dazu führen, nach dem Motto, das ist mir alles zu groß und zu ungeheuer, sondern damit muss sich diese Stadt auseinandersetzen. Jetzt rät der Senator und auch das Hamburger Abendblatt, Ruhe bewahren. So, das ist verständlich. Wenn wir als Stadt oder als Mensch auf einem explosiven Berg sitzen, ist es vernünftig, erstmal Ruhe zu halten und nicht so viel rumzutrampeln, weil das Problem davon ist, dass die Explosion eher hochgeht. Das Problem ist nur, dieser explosive Berg wird von Tag zu Tag explosiver. Das Bedrohungsmaßnahmen, wie wir jetzt feststellen, nimmt von Tag zu Tag zu. Und dementsprechend ist die Stadt und müssen wir an das ursächliche Problem, an die Explosionsgefahr herangehen. Nur Ruhe zu bewahren, hat keinen Sinn. Und das vermissen wir an diesem Staat, an diesem Senat, dass er diese Aufgabe nicht wahrnimmt. Diese Aufgabe nimmt weder der Senat wahr, noch der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat der HSH in den letzten Jahren keine gute Arbeit geleistet. Der Rausschmiss des Vorstandsvorsitzenden vor wenigen Wochen in dieser kritischen Zeit ist ein deutliches Zeichen. Die Auseinandersetzungen um Vorstandsgehälter sind Ausdruck und Symbol dessen, der Auseinandersetzung mit der EU und den Vorstandsgehältern, dass man das alles nicht richtig im Griff hat und dass man in gewisser Weise auch nicht genau weiß, wie schwierig eigentlich die Situation sind und dass man sich auch nicht klar ist, welche Aufgabe man dort eigentlich erfüllen muss. Es gibt auch keinerlei Hinweise, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Da kann man noch so viel hoffen. Es gibt gegenwärtig keine Zeichen dafür und auch gestern wurde uns das nicht deutlich gemacht. Die HSH ist gegenwärtig nicht die regionale Geschäftsbank, obwohl sie das seit Jahren versucht zu machen. Und dementsprechend ist es vor allen Dingen ein Fass mit hochspekulativen Anlagen und das ist das Problem für diese Stadt. Eine erneute Erhöhung der Garantie der Länder erhöht dementsprechend die Bedrohung für alle Bundesländer, also für uns beide. Sie muss dementsprechend von der Bürgerschaft auch hier abgestimmt werden und besprochen werden. Meine Damen und Herren und gerade Sozialdemokraten, CDU und Grüne haben bezüglich der HSH Nordbank
eine politische Linie des Wegguckens und des Verdrängens, des Hoffens auf spätere, bessere Zeiten eingeschlagen. Helfen sollten ihnen der alte Hautdegen Kopper. Wir können jetzt feststellen, diese Taktik ist gescheitert. Das zeigen spätestens die Meldungen von gestern. Die SPD ist dieser Linie gefolgt und sitzt gegenwärtig da wie das Kaninchen vor der Schlange. Sie müssen diese Situation verändern.